Kontinuität zahlt sich aus. In 4,5 Jahren an der Gellertstraße erlebte Christian Tiffert viele sportliche und wirtschaftliche Tiefschläge. Doch man hielt sich gegenseitig die Treue, erntet jetzt die Früchte. Bei Himmelblau entsteht wieder was, auch über den Fußball hinaus. In Kooperation mit dem Autismuszentrum Chemnitz macht der CFC heute auf die Krankheit aufmerksam. Gut und wichtig. Chemnitz erwacht, das spürt man auch beim Anhang. Ab ins Spiel, die VSG Altklinike in Rot ist zu Gast und der CFC ist zu Beginn noch etwas schläfrig unterwegs. Koch schenkt leichtfertig die Kugel her, Poirier kommt ans Leder und der ist nun mal ein Vollblutstürmer. Schon nach 2 Minuten schlägt's ein. Marvin Poirier, 33 Jahre, Hobby, Vereinshopping. Die VSG ist schon sein 16. Verein im Männerbereich. So erfreulich die letzten Wochen beim CFC, so finster ist der Start heute. Keiner in Blau und Weiß ist richtig bei der Sache. Ohne große Mühe kommt auch Ciacci vor die Kiste. 2-0 Altklinike, noch keine 10 Minuten rum. 14. Treffer für den ehemaligen Bundesliga-Profi. Eine hübsche Schürze gegen Eppendorfer inklusive. Es hat ein bisschen was von Sommerkick, auf den die Gäste deutlich mehr Lust haben. Erneut hat Chemnitz defensiv keinen Zugriff. Abu Alpha und dann wieder Poirier. Einzig Wunsch hat was dagegen. Super Reflex vom 21-jährigen gebürtigen Risa. Es ist schon verrückt. Chemnitz sieht wirklich gar kein Land in den ersten 25 Minuten. Als hätte jemand mit dem Anpfiff den Stecker gezogen. Völlig unter Strom stehen nur die Gäste. Türpitz hat freie Bahn und knallt dann dieses Geschoss raus. Das 0:3 aus himmelblauer Sicht nach 24 Minuten. Der Abschluss vom Ex-Chemnitzer ist natürlich ein Gedicht. Aber wie kann man diesen technisch so starken Mann so frei schießen lassen. Klasse Flugbahn, nichts zu parieren für David Wunsch. Eine Anfangsphase, die sprachlos macht. Von den Rängen kommt deshalb eine klare Ansage. Vor einer halben Stunde war Dienstbeginn in Chemnitz. Klar, zu spät war jeder schon mal. Aber jetzt ist halt reichlich Arbeit nachzuholen. Reuter über rechts außen. Chemnitz mal im Strafraum mit Lisek. Na, gucke an. Es geht doch. Das 1:3 nach 30 Minuten. Ein Lebenszeichen. Auch der Mittelfeldmann mit unglaublich viel Platz im Strafraum. Schön herausgespielter Treffer. Nachspielzeit. Hinten wackelt beim CFC weiter bedenklich, aber offensiv geht noch mal was. Ampadu. Super, im 1 gegen 1 mit viel Energie und wieder Lisek, die Latte. Verhindert das 2:3 kurz vor der Pause. Glück für die VSG, die es heute mit der Abwehrarbeit auch nicht ganz so ernst nimmt. 4 Siege holte Chemnitz aus den letzten 5 Partien. Gibt's jetzt die große Aufholjagd? Erstmal nicht. Die Gäste kommen. Wieder Poirier. Wunsch taucht ab. Verhindert das 1:4. Das große Aufbäumen ist weit und breit nicht in Sicht. Im Gegenteil, Chemnitz begibt sich wieder in die Statistenrolle. Die Berliner können in aller Ruhe kombinieren, belohnen sich für diese feine Kombination aber nicht. Abu Alpha fehle nach einer guten Stunde ein paar Zentimeter. Wann straft sich Chemnitz vor 3.800 Fans? Keller, der Matchwinner vom Luckenwalde-Spiel, hält wenigstens mal drauf. Knappes Ding, 20 Minuten vor dem Ende. Es bleibt dabei, heute will einfach nicht viel gelingen und es bleibt dann auch beim verdienten 1:3. Das war nicht viel von Chemnitz, aber Christian Tiffert ordnet ein. Gegen welche Mannschaften haben wir jetzt eine Rückrunde verloren? Es war Cottbus. Welchen Tabellenplatz haben die? 1. Babelsberg, welchen haben die? 4. Altklinike, 5. Wir sind 9. Also ich glaube schon, dass man so ein Spiel verlieren kann. Nichtsdestotrotz ärgert mich, dass das Spiel eigentlich nach 25 Minuten gegessen war. Ein gebrauchter Nachmittag, der auch noch mit einer vielleicht schweren Verletzung von Torjäger Dejan Bosic zu Ende geht. Das kann man heute nur ganz schnell abhaken aus Chemnitzer Sicht. Nächste Woche Sonntag geht's zur zweiten Mannschaft von Hertha
BSC.